erhebende Geschichte und viel besser als dieser schreckliche Tag. Meinen Namen hat sie auch geändert. Und einen Drachen hat sie auch mit eingeflochten. Immer diese Drachen. Eivor, wie schön dich jetzt... Meine Güte, es fühlt sich nach einer Ewigkeit an. Walker, liebe Walker, du bist mir sehr willkommen. Geht es dir gut? Besser als gut. Ich bin hier. Und deiner Mutter? Meine Mutter hat ihren Frieden gefunden. Sie wandelt von nun an durch eine Welt, die man nur in Träumen sieht. Das können wir uns alle nur wünschen. In der Tat. Komm. Wie war die Reise? Belebend. Die Wellen und der Wind waren uns von Beginn an gewogen. Wir flogen wie die Vögel der See. Und wie geht es dir? Trotz deines ruhigen Blicks sehe ich ein wärmendes Leuchten in deinen Augen. Vielleicht ist es Hoffnung. Unsere Siedlung wächst, die Menschen sind glücklich. Und ich freue mich auf die Zukunft. Und deine Visionen? Sie kommen und gehen. Aber lassen wir das. Lass mich dir mit deinen Sachen helfen. Hier lang. Wir haben am Fuß des Hangs einen Platz für dich gefunden. Auf unserer Reise habe ich immer wieder versucht, mir diesen Ort vorzustellen. Und kommt er dem nahe? Ich sah die Bäume und das Wasser und den steinigen Hügel. Aber es ist alles so viel grüner. Die Farben sind herrlich und beruhigend. Ein Segen für meine Augen. Walker! Bei den Göttern, was führt dich hierher? Ich hoffe, auf der Siedlung liegt kein Fluch. Ha! Gestraft ist diese Siedlung allein mit einem rüpelhaften Schmied. Nicht oft reist man über das Meer und findet am Ende ein Zuhause. Es ist überwältigend. Es sprüht vor Leben. Siehst du große Dinge in unserer Zukunft? Ich muss es nicht sehen. Ich fühle es in meinem Herzen. Bist du es, Walker? Du hast dir aber Zeit gelassen. Ich wollte sicher gehen, dass alles bereit ist. Wir müssen reden, Randvi, sobald ich ausgepackt habe. Wenn mir vorher nicht die Arme abfallen. Was ist das alles? Meine schwersten Zutaten natürlich. Blei, Walknochen, Gold. Spann sie nur für deine Arbeit ein. Das wird dir gut tun. Du hast viele Menschen hierher geführt und an dieser fremden Küste ein neues Leben aufgebaut. Bist du zufrieden? Ja, zu wissen, dass ich diesen Ort aufgebaut und die Menschen geschützt habe, ist ein Geschenk. Deine Antwort bezieht sich vor allem auf dich selbst. Das sagt mehr über dich, als du vielleicht denkst. Salve, Eivor! Ad Meliora! Guten Tag! Wer war das denn? Ich habe keine Ahnung. Nun, hier ist wirklich was los. Siehst du? Dein Zuhause ist gleich da vorn. Erzähl mir von deinen Visionen. Sie sind, wie sie immer waren. Bis darauf, dass sie sich klarer anfühlen, hat sich nichts verändert. Mit jeder Vision fühlt sich das, was ich sehe, weniger nach einem Traum und mehr nach Erinnerungen an. Und erscheint dir noch immer der Allvater? Manchmal tut er das, ja. Er redet mit mir, aber es laut auszusprechen, fühlt sich verrückt an. Ich verstehe. Du kannst die Sachen dort abstellen. Danke. Da wären wir. Schön, wie du es sagtest.
Sobald ich mich eingerichtet habe, können wir uns deinen Visionen zuwenden. Walker, bitte. Du wurdest berührt, Eivor. Du empfängst göttliche Botschaften. Lass mich dir helfen. Vielleicht könnten wir mit einem Trank die Tür deines Geistes zum Reich der Götter öffnen und deine Visionen vom Nebel befreien. Wenn du denkst, dass es hilft, ich kann dein Haus alleine bauen. Gib mir nur etwas Zeit. Dafür wäre ich dir sehr dankbar, Eivor. Natürlich. Und willkommen zu Hause. Alles, damit du dich wohlfühlst. Am wohlsten fühle ich mich, wenn ich anderen helfen kann. Wenden wir uns nun wieder deinen Visionen zu. Wenn du denkst, dass es etwas bringt. Ich brauche noch eine Zutat, um einen Trank für dich fertigzustellen. Beim Teich solltest du finden, was ich suche. Der Trank wird dir später helfen, tiefer in deine Visionen einzutauchen und sie klarer zu sehen. Die Luft um dich wiegt schwer, Eivor. Du scheinst besorgt. Ich hatte wieder einen Traum. Genau wie den letzten. Diesmal voller Feuer. Erzähle. Ich sah Balder. Gebrochen. Gepeinigt. Ein gefangener Surz. Ich wollte ihn retten. Doch ich wurde besiegt. Und in eine Grube voll Leichen geworfen. Als ich erwachte, fand ich das hier. In meiner Kleidung. Auch Balder träumte von seinem eigenen Tod. Ich kenne die Legende. Darauf begab sich seine Mutter Frigg zu jedem Ding, ob lebend oder tot, und ließ alle schwören, ihm nichts zu tun. Jedoch übersah sie die Mistel. Und das Schicksal nahm seinen Lauf. Nicht alle Träume sind Vorahnungen.